Und wir müssen manchmal uns sogar auch körperlich wehren. Manchmal ist das auch mit Gewalt verbunden. Ja, und Raketen fliegen dann direkt rein in den Eingang da und so. Hast du das Gefühl, dass du den Leuten helfen kannst? Ja. Ja? Ja. Also wenn sie sich helfen lassen wollen. Man kann besser einschlafen und vergessen. Ich will mich gerne sozial engagieren. Ich will Leuten helfen, aber ich weiß nicht wie. Und deshalb ist dieses Video heute in Kooperation mit eBay Kleinanzeigen. Da kann man nämlich einfach mal in seiner Umgebung gucken, was für Möglichkeiten es gibt, sich sozial zu engagieren. Das habe ich gemacht, habe ein bisschen rumgestöbert und bin auf die Bahnhofsmission gestoßen. Und da war ich heute. Da ist Hanna. Gut, danke. Und jetzt geht's zur Bahnhofsmission. Mit wem redest du? Mit mir. Unterwegs zur Bahnhofsmission. Ich hatte schon ein Vorgespräch da, da habe ich den Axel schon getroffen und die Toni. Und ich werde heute als freiwillige Helferin den Tag mit denen verbringen. Mit Peter zusammen. Mit mir. Ich bin gespannt. Und wo sind wir? Beim Hauptbahnhof in Hamburg. Nein. Da geht's. Ja, die haben gerade Baustellen übersehen. Die sind gerade hier übersehen. Da kommt die Toni schon. Moin. Hi. Die anderen sind schon hinten. Super. Ja, ist ja. Okay, ja. Ist cool. Sieht fresh aus. Bahnhofsmission ist übrigens nicht eine Anlaufstelle für Obdachlose. Das habe ich nämlich gedacht, du auch, Peter, ne? Ich habe auch gedacht, ja. Die Bahnhofsmission ist grundsätzlich für alle da, die irgendwie in und um den Hauptbahnhof herum Hilfe brauchen. Und ab und zu haben die echt Redebedarf. Ab und zu ist es einfach nur so, nee, ich möchte noch ein bisschen 10 Minuten sitzen und mich aufwärmen. Na gut, dann jetzt ist Zeit da, ja, dann gehen wir reden. Also kommen wir zum Aufwärmen her, quasi. Ja, genau. Aber wir sind auf der Straße, ja. Der Stress kommt nach, wenn sie anfangen, da unsere Klamotten durchzuführen. Einer wird vorgeschickt, guckt, leuchtet ab, was wir da alles stehen haben. Und dann läuft er 10-mal an uns vorbei, bis wir irgendwann eingeschlafen sind und dann kommt ein anderer und klaut das. Und wir müssen manchmal uns sogar auch körperlich wehren. Manchmal ist es auch mit Gewalt verbunden. Am geilsten als am besten. Weil wir halt auf der Straße leben, schmeißen die Bälle auf uns und Raketen. Ja, weil wir pennen. Sie ist witzig. Ihr den Alkohol, um zu überleben, auch wegen der Kälte? Oder? Ja, nein. Nein, nicht wegen der Kälte. Nein, um das ein bisschen erträglicher zu machen, das ist richtig. Schlafen. Einfach nur schlafen. Aber kann man euch irgendwie helfen, dass ihr eine Wohnung findet oder dass ihr... Ganz ehrlich, guck mal, das ist nein. Ich laufe auf der Straße besser rum als ich zu Hause. Verstehst du? Aber das sind nur die Klamotten. Dann hast du das Essen. Alleine nur von Karstadt. Die kommen morgens an, geben dir einen Kaffee, einen Kakao, was zu essen. Nur die Das hast du zu Hause nicht. Es war einfach wahnsinnig interessant. Die waren auch sehr ehrlich. Sie meinten ja auch selbst, dass sie ganz viel verdrängen einfach. Ich hatte so das totale Bedürfnis, ihnen einfach weiterzuhelfen und zu gucken, was liegt sozusagen dahinter. Warum machst du ehrenamtliche Arbeit bei der Bahnhofsmission? Weil ich diese verschiedenen Arten von Leuten habe. Einfach klein, mittel, groß, alt, jung, deutsch, Migrationshintergrund. Ich finde es einfach spannend. Was am Anfang? Ja, ich war am Anfang halt ein bisschen skeptisch, ob das mit der Schicht alles so ist, ob ich überhaupt so offen zu den Menschen sein kann und denen quasi das Gefühl geben kann, dass sie mir vertrauen. Das fällt mir komischerweise leicht. Es gibt Leute, die fallen einem plötzlich dann um Hals quasi. Ja. Aber es gibt dann auch einfach Leute, ja, denen hat man dann quasi geholfen und danach kommt ein Ja, damit muss man auch klarkommen, ne? Dass du hilfst. Und derjenige, dem du hilfst, der kann das irgendwie in dem Moment gar nicht, der kann da gar nicht seine Dankbarkeit ausdrücken. Also das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Weil du bekommst eigentlich nicht dieses befriedigende Gefühl so direkt bestätigt. Aber ich finde, das braucht man auch nicht. Wir sind ja quasi nicht da, um die Leute zu therapieren, sondern sie irgendwie zu ermutigen, den und den Weg zu gehen oder einfach, dass sie sich irgendwas von der Seele reden können oder einfach wirklich nur ein bisschen Gesellschaft haben. Also wir bleiben beim Hauptbahnhof, wir bringen ihn nur von Gleis zu Gleis. Okay. Hallo. Ja, wunderbar. Wir sind in Begleitung von zwei. Ja, das wissen genau. Sie ja. Genau, moin. Hallo.
Muss ich jetzt besonders intelligent gucken? gucken Sie schon. Ist es für Sie unmöglich wahrscheinlich sonst alleine? Nö, unmöglich ist gar nichts. Es gibt immer jemanden, der mal fragen kann. Ja, okay. Eben bevor Sie kamen, fragte mich auch schon jemand, soll ich Sie mitnehmen oder so. Ja, das funktioniert meistens, geht das wirklich gut. Es sei denn, man ist irgendwie Mutterseelen alleine auf dem Bad, dann kann es natürlich schwieriger werden. Ja. Aber das passiert dann auch eher selten. Gute Fahrt! Tschüss. Danke! Also die Arbeit in der Bahnhofsmission ist vielfältig, das kann ich sagen. Man muss halt zwischendurch einfach lange teilweise warten und dann passiert was. Das heißt, du musst aber die ganze Zeit auch aufmerksam sein. Ich finde es spannend, aber ich kann nur sagen, für mich ist es nicht direkt die richtige Arbeit. Aber ich finde, das Interessante ist, das auszuprobieren. Ich habe wieder gemerkt, es ist nicht ganz meins, aber es geht schon mehr in die richtige Richtung. Guckt einfach mal, probiert Sachen aus. Es gibt nicht eine Arbeit, die für jeden die richtige ist, sondern wir sind ja auch alle individuell und deswegen heißt es, wir können uns auch alle individuell sozial engagieren. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber macht was, probiert aus. Es lohnt sich wirklich.